Das ist unglaublich. Ich habe gestern meine Legerie verloren. Hier auf diesem Spielplatz. Ich wusste das nicht. Ich habe die ganze Nacht gepennt. Ich habe gefrühstückt, einen schönen Vormittag verbracht. Und dann habe ich gemerkt, das Ding ist weg. Jetzt bin ich hier gerade vom Spielplatz zurückgerannt. Und die liegt ja immer noch im Sand. Das Ding hat quasi 20 Stunden lang hier rumgelegen. Hier in diesem netten Kaff. Und kein Mensch hat es für wert erachtet, diese Legerie aufzuheben. Und jetzt bei minus 8 Grad oder so, mache ich die Karre an. Das Ding ist voll mit Sand und allem. Und sie läuft. Heute ist übrigens der große Tag. Ich wollte heute joggen gehen. Ich hatte im letzten Video gesagt, dass ein Mädchen auf mich wartet, mit der ich ein Date hatte. Aber sie hat abgesagt. Erstens mal hat sie gemeint, sie hat eine Erkältung. Und wahrscheinlich ist es ja auch zu kalt. Ja, es ist kalt. Es ist verdammt windig. Und ich selber, ihr hört mich schnaufen, ich bin jetzt gerade mal 200 Meter gerannt, bin überhaupt nicht in Form. Da würde ich mich am liebsten jetzt hinsetzen und faul in den Tag hineingammeln. Aber weißt du was? Ich mach's trotzdem. Ich gehe jetzt laufen. Also, los geht's. Ja, natürlich werde ich nicht lange durchhalten. Aber darum geht's nicht. Es geht immer darum, dass du etwas machen solltest, was du dir vorgenommen hast. Egal, wie viele Widerstände da sind. Denn diese Widerstände kommen immer wieder. Und ich sage euch eins, macht's trotzdem. Macht's für euch. Ihr habt's in der Hand. Oder wie der andere gute Freund von mir sagen würde, ihr habt's vielleicht in der Hand, aber nicht im Griff. Das liegt daran, weil ihr euch da fürchtet, davor, das umzusetzen, was ihr eigentlich wirklich tun wollt. So, und ich setze das jetzt um. Ich habe mir gesagt, ich laufe heute. Und deswegen laufe ich heute. Egal, wie mies das ist. Außerdem, eigentlich ist es gar nicht so mies. Das Wetter ist klasse. Also, weiter geht's. Sagt, mach's nicht. Es gibt immer nur einen Grund, der sagt, tu es nicht. Und auch in deinem Kopf gibt es immer wieder Gedanken, die dich daran hindern wollen, umzusetzen, was du eigentlich machen willst. Ja, aber wenn du dein Leben lang passiv bleibst und nur davon träumst, es zu leben, anstatt dass du deinen Traum lebst, ja, dann wirst du nie erreichen, was du eigentlich könntest. Du wirst nie rauskriegen, was eigentlich cool in deinem Leben möglich ist. Ja, und da geht viel, viel mehr, als du glaubst. Du musst dich nur selber davon überzeugen. Und du musst aktiv werden, statt nur passiv dran zu denken, was zu tun. Ja. Und wenn du meinst, du möchtest etwas tun, und es gibt so viele Gründe, es nicht zu tun, mach's trotzdem. Auch wenn alles dagegen spricht, mach's trotzdem. Es funktioniert, glaub mir. So, ich laufe jetzt auf die Lunge kaputt. Wir sehen uns bald wieder. Nächste Woche geht's mit Saftfassen los. Und ich hoffe, ihr seid alle bei mir. Ne? Bis dahin, Tikva aus.